Zunächst einmal muss man klarlegen, dass das ja nicht Instabilität bedeutet, wenn die Wähler einen eigenen Ministerpräsidenten und ein eigenes Parlament wählen. Man soll ja nicht vergessen, dass der Herr Monti ja nicht von den italienischen Wählern gewählt wurde, sondern von der EU-Troika eingesetzt wurde, bestehend aus der EZB, also der Europäischen Zentralbank, dem Internationalen Währungsfonds und der Kommission. Der ist ja nie vom italienischen Wähler gewählt worden. Das heißt, das, was jetzt stattfindet, ist eine Rückkehr zur Demokratie. Allerdings hat Monti den italienischen Wählern und den italienischen Bürgern derartige Lasten aufgebürdet, dass man natürlich jetzt befürchtet, dass der Wähler dieser Politik eine Absage erteilen wird. Und das wird dann als Instabilität bezeichnet. Das entlarvt ja die Politik der Europäischen Union in einem unglaublichen Ausmaß. Und das ist ja auch dieses ganze Gerede von der Instabilität ist ja demaskierend, aber nicht für die Italiener, sondern für die Europäische Union.